Ich stelle heute meine Lieblingsquelle vor. Mein Name ist Christine Blanken. Ich bin in der Forschungsabteilung des Bacharchivs tätig und im Nebenamt auch als Organistin aktiv. Und was liegt da näher, als eine Orgelmusikquelle vorzustellen, in der sich alles versammelt quasi, was in Bachs Zeit Rang und Namen hat. Es handelt sich um das sogenannte Andreas-Bach-Buch. Das Buch enthält eine ganz große Anzahl von vor allen Dingen Orgelwerken, aber wie man hier sehen kann, sind auch einige Cembalo-Stücke dabei. Und es ist ein Who is Who der Tastenmusik der Zeit aus ganz Europa, kann man sagen. Zum Who's Who der damaligen Tastenmusik zählt natürlich auch Bachs Leipziger Amtsvorgänger Johann Kuhnau mit seinen 6 biblischen Sonaten, die gedruckt waren und die hier in einer Abschrift nach dem Druck vorliegen. Und rechts sehen Sie auch in dieser Bach-Digital-Übersicht, wo man jede Quelle eben sich auch herunterladen kann und direkt nach den originalen Spielen auch ein Präludium von Bachs Lüneburger Lehrer Georg Böhm. Insofern kann man wirklich mit Fug und Recht von einem Who is Who der Tastenmusik sprechen. Wenn man diese Quelle sehen will, muss man sich in die Stadtbibliothek nach Leipzig begeben. Und vom Bacharchiv aus ist das wirklich nicht weit. Insofern habe ich meine Lieblingsquelle immer in der Nähe. Und ich habe mich auf den Weg gemacht in den Musiklesesaal, den Henry-Hinrichsen-Saal, wo das Andreas-Bach-Buch hier schon auf mich wartet. Und ich nehme Sie mal mit hier auf die kleine Reise zu dieser wunderbaren Quelle. Ja, das Buch hat einen relativ neuen Einband bekommen, vor wenigen Jahren. Es ist restauriert worden. Hier sehen wir ein Titelblatt aus dem 19. Jahrhundert von einem Besitzer. Zwei Besitzer stehen unten, Becker und Michaelis. Und hier sind wir jetzt im ältesten Teil der Sammlung. Es beginnt mit einer Fuge von Bach. Und Sie sehen, es ist auch mit einigen Skizzen noch gefüllt, wo noch Platz war. Später sind noch Blätter eingefügt worden. Hier haben wir die berühmte Klaviertoccata BWV 910 in Fis-Moll, ein sehr virtuoses Werk. Und hier sieht man einige Probleme, die die Tinte mittlerweile bereitet. Der sogenannte Tintenfraß ist hier zu sehen. Hier eine Toccata in C-Dur von Pachelbel, ein Präludium von Buxtehude. Hier nochmal eine besonders stark von Tintenfraß und einer Blattbeschädigung betroffene Seite. Es ist alles restauriert. Und hier hat sich ein späterer Besitzer verewigt. So, mit dieser Chaconne von Buxtehude schließe ich dieses Video. Ja, warum ist das so besonders, dieses Orgelbuch, das sich Andreas-Bach-Buch nennt? Ich möchte nur einen Aspekt herausheben und das ist die Passacaglia von Bach, die berühmte Passacaglia mit dem großen Pedalthema in C. Hier steht es Passacaglia ex C B. Das C B bedeutet C Moll, die Terz ist eine kleine Terz. Also so hat man das damals notiert, das Moll. Con pedale di Giove Bastbach. Das ist die Handschrift von Bachs älterem Bruder, der ihn aufgenommen hat, als beide vollweise wurden und Bach nach Ohrdruf kam. Sozusagen um seine Lehre bei dem älteren Bruder, der dort als Organist tätig war, an St. Michaelis fortzusetzen. Und auch als Bach
Oberpdorf verließ, um nach Lüneburg zu gehen und später nach Weimar und seine ganze Karriere schon längst gestartet hatte, muss man davon ausgehen, dass der ältere Bruder immer wieder Noten von seinem Jüngeren bekam, dessen neueste Komposition, die der Bruder Johann Christoph Bach sich dann in eines seiner beiden Orgelbücher, ich komme später noch zum zweiten, eingetragen hat. Und eines der gewichtigsten Werke ist eben diese große Passacaglia, die absolut zum Repertoire jedes besseren Organisten heutzutage gehört. Das Besondere ist aber, dass in diesem Buch sich alles an guten Passacaglien oder Chaconnen, ein anderer Begriff für dieses Modell eines immer wiederkehrenden Themas, das durch die Stimmen wandert, sozusagen ein Ostinato, in diesem Fall fängt es mit einem Ostinato-Bass an. Und ich werde zeigen, welche anderen Chaconnen und Passacaglien sich hierin noch befinden, beginne aber mit einem kleinen Eindruck. Christoph Bossert spielt hier auf einer Bachorgel in Ungarn, in Szeglét. Christoph Bossert spielt in dieser Aufnahme, beginnt diese Aufnahme sehr im Piano. Bach zeichnet sowas ja fast nie auf, wie er sich genau die Interpretation vorstellt. Insofern ist da eine große Bandbreite gerade bei diesem Werk.
Thank you.
und in dieser Sammlung sind eben, wie ich schon sagte, auch andere Schakonnen. Hier eine sehr berühmte von Pachelbel. Sie sehen, dass hier das Modell etwas kürzer ist. Schauen Sie mal auf die Pedalstimme, die da schön bezeichnet ist mit Pedal. Dann sehen Sie ein Thema, das 5 Noten hat und aufsteigend ist. Also das ist ein ganz typisches, einfaches Chaconne-Modell, das wir hier sehen. Hier ist nun eine Chaconne von Buxtehude. Eine Chaconne in C mit einem herrlichen, wiegenden Ostinato im Dreivierteltakt mit einem aufsteigenden Sechssprung und gleich einem absteigenden wieder. Buxtehude ist für Bachs Schaffen natürlich sehr wichtig, wahrscheinlich von Lüneburg aus und dann ein zweites Mal von Arnstadt aus besucht er Buxtehude, behorcht ihn, wie es später im Nekrolog heißt. Und das ist nicht die einzige Chaconne von Buxtehude, die hier zu sehen ist. Hier nun also noch eine weitere, Passacaglia genannt, von Buxtehude. Das Ostinato-Modell ist hier etwas länger, wie Sie sehen können, im Pedal. Eine kurze Bemerkung allgemein zur Notierung damals von Orgelwerken. Sie sind in den allerseltensten Fällen in 3 Systemen notiert, wie es wir heute kennen, sondern meistens sind Pedal und eine weitere Stimme im unteren System und im oberen System sind ist etwas manualiter notiert. Also da gibt es keine feste Regel. Buxtehude, der so wichtig ist für Johann Sebastian Bach, steht hier also nochmal zusammengefasst jetzt die Passacaglien, die wir gesehen haben, Pachelbel gegenüber, Pachelbel dem Lehrer von Johann Christoph Bach, der bei ihm in Erfurt studiert hat. Hier nun eine Chaconne in G, die man auch auf dem Cembalo wunderbar spielen kann, von Johann Caspar Ferdinand Fischer, einem süddeutschen Komponisten, der für Bach enorm wichtig war. Neben seiner Sammlung, die für das wohltemperierte Klavier so wichtig war, weil es hier auch schon in tonartlicher Ordnung durch den Quintenzirkel ging, ist hier im Andreas Bach Buch eben eine Chaconne notiert. Hier eine weitere Chaconne von Buxtehude, die den Abschluss bildet eines größeren Präludiums. Ja, und hier sind nun die beiden Orgelbücher des Johann Christoph Bach in ihren jetzigen Formen abgebildet. Man nennt sie nach Zwischenbesitzern Möllersche Handschrift, die linke, querformatige, und eben Andreas Bach Buch, die rechts zu sehende. Die Möllersche Handschrift ist etwas früher und enthält noch mehr Cembalo-Werke als das Andreas Bach Buch. Woher wissen wir das alles, die Datierung, wie diese kryptischen Namen Möllersche Handschrift und Andreas Bach Buch zustande gekommen sind und was sich dahinter verbirgt. Den Meilenstein in der Forschung hat der ehemalige Direktor des Bach-Archivs, Professor Hans-Joachim Schulze, herausgefunden in seiner Dissertation Studien zur Bach-Überlieferung im 18. Jahrhundert. Er geht den Besitzern akribisch nach und recherchiert, wer auch der Schreiber dieser Sammlung war, eben jener Johann Christoph Bach. Das ist Forschung von Hans-Joachim Schulze sozusagen. Ein einziges Stück in diesem Andreas Bach Buch ist von Johann Sebastian Bachs eigener Hand geschrieben. Und zwar ein ganz besonderes Stück in einer besonderen Notationsweise. Für uns heute besonders, aber damals die gängige Notationsweise von Organisten. Es handelt sich um ein Beispiel in der sogenannten neueren deutschen Orgeltabulatur. Der Rhythmus ist
in einer Strichform mit Punkten notiert und die Notennamen mit Buchstaben. Und je nachdem, ob ein Buchstabe ein oder zwei oder drei Striche hat, groß oder klein ist, weiß der Organist, in welcher Lage er spielen muss. Daher stammen auch die Begriffe eingestrichene Lage, kleine Oktave, drei gestrichene Oktave und so weiter. Also das sind noch Bezeichnungen, die wir heute noch verwenden, die aus dieser Notationsform kommen. Bach hat diese Notationsform auch im Orgelbüchlein verwendet an Stellen, wo er Platzmangel hatte. Unten an der Seite findet sich dann auch noch diese Art von Kurzschrift, die viel platzsparender war. Die Zuweisung dieser Komposition an Bach ist natürlich etwas hypothetisch, weil der Name nicht draufsteht und man diesen Schreiber eben nur erkennt. Hans-Joachim Schulze hat ihn identifiziert. Aber das Werk hat inzwischen eine BWV-Nummer, 1121. Und hier hat sich jener spätere Namensgeber J. Andre Bach 1754 verewigt auf der letzten Seite vor dem Inhaltsverzeichnis, das später jemand eingefügt hat, der Zwischenbesitzer Michaelis in Leipzig, ein Musikschriftsteller und Kopist. Und hier sieht man nochmal die Besitzer dieses Buches, die Besitzerfolge, wie sie Hans-Joachim Schulze herausgefunden hat. Und man merkt, es ging erstmal im Familienbesitz der Bachs von Hand zu Hand, vom älteren Johann Christoph an den Sohn Johann Bernhard, der bei Bach studierte, also bei Johann Sebastian Bach Schüler war. Dann kommt jener Andreas Bach und weitere, ein weiterer Bach. Und dann kommt ein Organist namens Möller und dann wandert das Werk, die Quelle, nach Leipzig in den Besitz von Bach-Fix, kann man sagen, 1856 gelangt.